Auf dem Bundesparteitag der NPD in Hohenmölsen in Sachsen-Anhalt wurde am Sonnabend ein weiterer entscheidender Schritt auf dem Weg zur Vereinigung von DVU und NPD vollzogen. Unter großem öffentlichen Interesse erlebten die über 200 Delegierten und etwa genauso vielen Gäste einen Parteitag, der neue Perspektiven für nationale Politik in diesem Land aufzeigt. Mit über 90% votierten die Delegierten für den Verschmelzungsvertrag. Der NPD-Parteivorsitzende Udo Vogt betonte die Wichtigkeit dieses Prozesses. Dann werden wir in eine neue Zukunft im Jahre 2011 gehen. Wir werden das Hadern, das Zaudern, das Streiten hinter uns lassen. Und wir werden den Menschen begreiflich machen, dass wenn wir innerlich geschlossen aus diesem Parteitag hervorgehen, als wir jemals gewesen sind, den Menschen eine tatsächliche Perspektive zu bieten. Denn der Bürger da draußen, der die Schnauze voll hat, der will nicht fünf nationale Parteien, der will eine nationale Kraft, die sich für unser ganzes deutsches Vaterland einsetzt. Als stellvertretender Parteivorsitzender wurde der DVU-Bundesvorsitzende Matthias Faust gewählt. Neu im Vorstand sind auch die DVU-Bundesvorstandsmitglieder Heiner Höfing und Rechtsanwalt Ingmar Knob. Besondere Bedeutung hatte der Parteitag auch deshalb, weil er in dem Bundesland stattfand, in dem sich die NPD mit ihrem Spitzenkandidaten Matthias Haider anschickt, im kommenden März in den Landtag einzuziehen. Unter schwachen Protesten konnte der Parteitag ungestört tagen und endete mit dem Singen des Deutschlandliedes.